Hallo Reisefreunde, es ist nicht mehr Morgen, es ist schon Mittag und wir sind im nächsten Land. Ja. Wir sind in Griechenland. Man sieht es zwar auf den ersten Blick nicht, aber wir sind in Griechenland. Land Nummer 8. 8 von 47 müssen wir dazu sagen. Die Anreise hierhin verlief nicht ganz problemlos. Also wir hatten an der Grenze das eine oder andere Problem. Die Grenzer in Albanien nahmen es heute sehr genau. Wir standen kurz davor, den ganzen Camper auseinanderbauen zu müssen. Schlussendlich hat er sich dann aber gnädig gezeigt und wir durften weiterfahren. Genau, weil der hat wirklich mit seinem Schraubenzieher die Isolation, das Holz ein bisschen weggezogen. Wurde uns ein bisschen unheimlich, obwohl da drunter ist ja nichts. Genau. Auf jeden Fall, wir sind in Griechenland. Und wir sind nicht irgendwo in Griechenland, sondern wir sind eigentlich von der Grenze direkt zum ersten Highlight gefahren. Und das zeigen wir euch jetzt. Dass wir übrigens hier jetzt bei dieser Schlucht sind, die übrigens sogar im Guinness World Record Buch steht, seit 1997, ist diese Schlucht die tiefste Schlucht der ganzen Welt, tiefer als der Grand Canyon. Und da vorne soll es gleich runtergehen. Doch nochmal schnell zurück, warum wir überhaupt hier sind. Eigentlich haben wir ja die Route ganz anders geplant. Wir wollten dem Meer entlang, den schönen Stränden entlang, durch Griechenland fahren. Und jetzt sind wir hier total im Hinterland. Wir sind von Girokastër in Albanien heute hier hingefahren. Und warum? Weil wir ein nettes Pärchen in Xamil kennengelernt haben, in der Nähe von Saranda, die uns gesagt haben, dieses Ort hier in Griechenland und vor allem Girokastër in Albanien, das dürft ihr nicht verpassen. Und wir sind dem Pärchen so dankbar, weil wir hätten unsere Route wirklich ganz anders geplant. Und wir sind wirklich froh, jetzt hier zu sein. Weil schaut euch mal das jetzt an. Die Schlucht hier, unglaublich, atemberaubend. Schon die Fahrt hierhin war ein echtes Highlight. Und ich persönlich bin ja sowieso sehr gespannt auf Griechenland. Ich verspreche mir von diesem Land ziemlich viel, weil man hört viel, man sieht viel. Und naja, wie soll ich sagen, wir haben ein paar anstrengende Länder hinter uns. Albanien, Bosnien, keine einfachen Reiseländer, keine Touristenländer. Und hier fühlen wir wieder Zivilisation. Es hat sozusagen einen Parkplatz, es hat Infotafeln, es wird informiert. Richtig cool. Doch jetzt schauen wir hier mal den Canyon an. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, wo wir hier eigentlich sind. Wir sind in der Vikus-Schlucht, nennt sich die. Und zwar am Point George. Ich schreibe euch das mal unten in die Infobox. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie es heißt. Es ist auf jeden Fall atemberaubend, unglaublich, ein absolutes Highlight.